Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Calvin ist auch wieder dabei, natürlich. Und wir wollen heute ein wenig bauen. Ich hoffe, wir kommen da gut voran. Mal sehen. Ach, wir können mal Calvin sagen, dass er natürlich auch was tun soll. Ne? Ich glaube, der hat jetzt gar keinen Befehl mehr. Okay, das können wir ändern, Calvin. Calvin, komm mal her. Komm mal her, Calvin. Du holst mal nochmal bitte Fische. Und die kannst du mir geben. Genau. Wir brauchen nämlich auch Essen, wenn ich gerade sehe, wie es uns geht. Ja, unbedingt. Dann mache ich hier mal kurz Feuerchen an. Ja, mir ist aufgefallen, leider in der ersten Aufnahme, dass es da ein wenig ruckeliger ist und natürlich auch die Grafik nicht so schön aussieht wie hier. Wenn ich aber bei OBS die Grafik zu hübsch mache, dann habe ich halt leider auch ein Problem mit der Folgengröße und mit dem Hochladen nachher. Ja, immer ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen okay. Die Zuschauer, die schon lange hier... Oh nein, nicht essen, nicht den verbrannten Fisch. Ach, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte den wegschmeißen. Ja, das fand der nicht so lecker, glaube ich. Ja. Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier los? Ist ja gar nicht an. Okay, nochmal. Ich glaube, vielleicht ist noch ein bisschen mehr. Warte mal. Komm ich da? Doch. So. Ein paar Blätterchen rein. Na komm, wer größer. Der Fisch soll ja auch was werden. Okay, holen wir uns gleich. Ich gehe mal einen Schluck trinken. Das ist wirklich gut, ne? Wir können hier... Oh, warte mal. So also einfach können wir noch nicht trinken. Wie weit muss ich denn rein dafür? Kann ich hier nicht trinken? Aber hier vielleicht. Ah, gut. Das hätte mich jetzt echt geärgert, wenn ich das jetzt nicht hätte trinken können hier. Geht aber doch. So, jetzt schnell wieder zum Fisch. Nicht, dass der auch wieder burnt ist, also verbrannt. Ist der gut? Ich hoffe. Weil wir haben immer noch ein bisschen Hunger. Ja, ne? Sieht gut aus. Oh, und da hat uns Calvin schon den nächsten hingepackt. Mensch, dankeschön. Aus irgendeinem Grund ist jetzt das Feuer schon weg. Okay, das hält nicht sehr lang scheinbar. So, Calvin, du hast noch ein paar Fische? Gut. Fängt er hier Fische? Im Stein? Okay. Na gut, wenn er es kann. Also, da bin ich da, was gegen zu sagen. Ja, vielleicht lasse ich den Stein da sogar so. Also vielleicht baue ich da nicht drüber, sondern wirklich eher auf die andere Seite rüber. Also, ich werde, glaube ich, erstmal das komplette, den Grundrahmen hier komplett setzen. Und dann die ganzen Wände etc. Wir werden erstmal noch nicht, ich versuche zumindest nicht zu riesig zu bauen. Wird jetzt schon wieder dunkel? Das kann nicht wahr sein. Ah, nur Wolke vor. Okay, manchmal sieht es so aus, als würde es gleich wieder Nacht werden. Aber ich glaube, da ist nur wieder eine Wolke irgendwo vorgewandert. Vor die Sonne. Ja, hier kriegen wir gerade Probleme, okay. Da können wir aber was machen. Zeige ich euch sofort. Oder ist jetzt das Problem, dass hier die Holzdinger davor liegen? Warte mal. Kriege ich die auch nochmal weg? Nee. Können die mal verbrennen? Ne? Die will ich natürlich nicht im Boden liegen haben. Mal gucken, ob wir die wegkriegen. Und hier auch mal die ganzen Sträucher weg. Also zumindest so, dass man auch die Gegner sieht, wenn sie kommen. Wir hatten es ja in der letzten Folge mit dem Kannibalen. Der soll sich hier möglichst nicht verstecken können. Schon besser. Ich weiß, alles schöne Natur und so. Hätte ich auch alles gerne im Vorgarten stehen, aber nee. Können wir nicht machen. Ist hier noch irgendwo Baumstämme? Ich glaube, uns sind schon welche ins Wasser gefallen, oder? Wahrscheinlich. So, wir werden mal was ausprobieren. Mal gucken, ob es... Nee, irgendwo nicht. Wie geht denn das? Nee. Oh Gott. Okay. Also irgendwie nicht. Standen da gerade, sag mal. QR, ja, auch alles schön. Auch hoch geht, das geht. Ah, jetzt kann ich ihn trennen. Okay, dann machen wir es so. Dann wieder her. Au.
Dann probieren wir mal etwas. Nee, du nicht. Wie machen wir das? Oh nee, das wollte ich gar nicht. Ich will es nicht draufstellen, ich will etwas anderes machen. Wie schalte ich denn das um? Jetzt sitzt mir leider an Oh Gott, warte mal. Wir kriegen euch wieder weg. Ich kann halt wirklich leider die Tastendinger noch nicht. Ich weiß gerade auch nicht, wie ich das hier wieder ändere. Ist er jetzt weggefahren? Nein! Nein! Nicht! Oh Gott, passt. Ich möchte die da drunter legen und so, dass die anderen dann hochgehen quasi. Das geht auch eigentlich, aber ich finde gerade nicht raus, wie. Warte mal. Ist das ein großer? Ja, ist ein großer. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Ja, so wollte ich es nicht. Wir werden ein bisschen mit dem Bausystem rumprobieren müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Die kriechen den Baum jetzt hier wieder. Gibt's doch nicht. Ach, um ein C, weil der gesetzt ist quasi. Gib mal kurz was. Achso, jetzt geht's aber auch so. Okay, dann brauche ich es vielleicht gar nicht. Okay, ihr verbrennt doch bitte mal. Bringt Calvin eigentlich noch Fische? Oder steht er jetzt nur noch da und guckt sich um? Calvin, dann los. Hast du was? Nö. Oh gut, dann. Wenn du keine Fische findest, dann mach doch was anderes. Und da hohe Stämme. Und gibt's sie mir auch. Ich weiß nicht, ob ich ihm sagen kann, dass er die hier in die Baustelle werfen soll. Muss ich mal gucken. Jo, hier ist noch ein Bäumchen. Du kommst leider auch weg. Oh, oh nicht. Blood collected. Schön. Ich finde es auch schön, dieses Mixed hier mit Deutsch-Englisch. Das hat viel schön. Nein, ich habe zu. Oh Gott. Ich war zu übermotiviert gerade mit dem Hacken. Nee, nicht hierhin. Calvin, dorthin. Guck mal hierhin. Ja, nee, das geht nicht. Okay. Wie schmeiße ich denn die blöden Baumstämme weg? Das gibt's doch nicht. Ja, genau hierhin. Dankeschön. Wie hast du das gemacht, Calvin? Könntest du mir mal Tipps geben? Nee. Ich dachte eigentlich mit Kuh, aber. Ah, mit G. Okay, das ist G. Das ist sehr schön. Aber. Jetzt bräuchte ich noch die Taste, um hier rauszufinden, wie ich das hier mache, was ich machen will. Was war das? Oh, dankeschön. Was zeigt er denn jetzt schon wieder? Was ist denn ein Gelben? Die Möwe? Was hat er denn? Wahrscheinlich ist da hinten irgendwo ein Kannibale wieder am Rumrennen und Calvin weiß das. Das gibt's da nicht. Das, was ich vorhabe, geht auf jeden Fall irgendwie, aber. Also ich versuche auch gerade mit rechter Maustaste, mit mittlerer Maustaste alles schon versucht. Oh. Warte. Warte. Oh Gott. Geh weg. Hau ab. Wo ist mein Taktstock hier? Da. So, na komm. Na komm, wenn du spielen willst. Ich bin bereit. Ja, jetzt hat er Angst. Darauf hat Calvin scheinbar gezeigt, nur in die falsche Richtung. So, ihr könnt langsam mal abfackeln. Das wäre schön. Ich habe ein bisschen Angst, dass die hier das Bauprojekt stören. Die zwei. Kommt er jetzt nochmal oder nicht? Hm. Ja, die werden uns beim Bauen noch ein bisschen öfter nerven, die Viecher. Ich muss nochmal an die Steuerung leider schauen. Ist ja, wenn man das erste Mal spielt, wird das, kommen wir da leider nicht drum rum. Zerlegen. Nee, ich will wirklich nur im Bausystem nach links gehen. Ja, schön. Alternatives Interagieren wäre eher, ja, Element platzieren links. Platzierungsmodus umschalten, okay. Hm. Ja, also eigentlich wäre es die rechte Maustaste, die habe ich schon richtig. Buchmodus umschalten? Nee. Ja, es wäre die rechte Maustaste. Verdammt. Das ist blöd. Das heißt, wir können es tatsächlich nicht so machen. Ich habe noch eine andere Idee. Warte mal.
Vielleicht ist es auch die Baumstammgröße, die noch nicht passt. Nicht abhauen? Na, ich versuch's mit erst. Geht leider nicht. Schade. Dann müssen wir es tatsächlich nochmal ganz anders probieren. Leider. Oh Gott, jetzt mal, wenn Gavin da was hinschmeißt, krieg ich fast einen Herzinfarkt. Das ist laut. Wir werden leider nochmal kurz zurücknehmen müssen. Tut mir leid, ich muss selber rumprobieren. Oh Gott, Kelvin! Ach du Scheiße! Entschuldigung! Oh Gott! Okay, Friendly Fire ist da. Entschuldigung. Geh lieber ein bisschen zur Seite, Kelvin. Das ist hier kein Spielplatz. Das ist hier gefährlich, wie man sieht. Der Arme. Kelvin, geh weg! Oh Gott, der Arme. Habe ich dem da vorhin bei dem Stamm gegengehauen. Oh Gott. Das wusste ich ja nicht. Ich wusste ja nicht, dass ich Kelvin wehtun kann. Kelvin, du solltest doch Essen holen. So, ich will die Kleinen wieder haben. Und ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, was jetzt kommt. Ich werde einfach das Gerüst zuerst machen. Schauen wir mal, ob das klappt. Jetzt kenne ich natürlich den Abstand nicht. Das muss ein normaler Baum sein. Da kann ich jetzt erstmal das so machen. Gerade vielleicht. Warte mal. Ist das gerade? Ich hoffe. Ja, kann man nehmen. Nee, Kelvin. Wow, das ist ja die beste Arbeit überhaupt. Der schnappt sich ja einfach immer die Baumstämme, die schon da sind. Mhm. Ich sehe nichts. Wieso? Wieso geht er noch nicht? Hm. Ist doch die gleiche Größe, oder nicht? Ist doch, genau. Ist doch. Ja. Warum funktioniert das Bein nicht so gut? Kelvin, hör auf. Ja, ich sehe schon. Dann probieren wir es anders. Auch nicht. Ich krieg den nicht runter. Das Bausystem lässt mich hier gerade ein bisschen im Stich, leider. Hm. Aber ich habe das so gesehen, ne? Bei anderen Spielern habe ich es genauso schon gesehen. Okay, wir brauchen das scheinbar nur ein einziges Mal machen. Und jetzt aus irgendeinem mir unbekannten Grund legt er die Dinger einfach schon hin. Guck mal. Ah, super. Ja, perfekt. Nur da komischerweise ist nichts drunter. Warte mal. Kann ich hier noch das drunter packen? Kann ich nicht? Okay. Sehr seltsam. Hauptsache es funktioniert. Also ist mir auch egal. Hauptsache es klappt irgendwie. Oh Gott. Wie kam denn die jetzt hierher? Das... Was ist denn mit dem passiert? Okay, der ist hier irgendwie in der Luft gestorben. Wie gesagt, Alexis, ne? Also nimmst dem Spiel nicht krumm, wenn hier noch komische Dinge passieren. Ich pack den mal hier. So, da sehen die gleich, was passiert, wenn man hierher kommt. Als Abschreckung, wisst ihr? Man muss ja schon klar machen, was hier los ist. Und was die hier erwartet. So, ich hoffe, dass das hier jetzt auch gut geht. Mach mal erstmal die drei. Oh, das wird schön, Leute. Das wird so schön. Wir werden das Bausystem auch noch lernen und werden ja wahrscheinlich über die Zeit einfach rauskriegen, was wir machen können und was nicht. Wahrscheinlich werden wir bei vielen Sachen enttäuscht sein, dass wir es nicht machen können, aber uns bei vielen Sachen auch freuen, dass wir es machen können. Nehme ich mal an. Machen wir euch jetzt doch noch rüber, denn weil sonst können die natürlich von der Seite angreifen. Das ist blöd. Ja, ich werde den ganzen Felsen ausnutzen. Masuna. Oh, der hat ein bisschen Schiss, ne? Sag ich doch, Abschreckung. Ha. Okay, das war jetzt schon fast ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, wie der da stand. Wir sind gar nicht so böse. Wir wollen auch nur leben. Mehr nicht. Was hat denn der für... Der ist auch nicht richtig groß, ne? Nein, er ist zu klein.
Ja, wir müssen die Bäume da wegmachen. Seht ihr das? Der Hampel da zwischenrum. Das können wir nicht gebrauchen. So, kommt er jetzt auch runter? Ja. Also wenn du wegbleibst, ist okay. Dann mache ich hier einfach mein Ding und du machst dein Ding und alle sind happy. Hoffe ich. Das Gute ist, wir haben die Axt schon draußen, also ich kann zuhauen, wenn sein muss. Kevin, pass auf, da rennt einer rum. Wo? Ja, da hat er uns in den Rücken gehauen. Oh, Mist, gell. Hat er ausgenutzt, dass ich so vertrauensselig war. Ja, Kevin, du musst nicht immer in die Richtung zeigen. Ich sehe die auch. Als wären wir blind. Hier kann er sich seinen Kameraden nochmal angucken. Ich möchte der den ja auch nur mitnehmen und essen. Das kann ja auch gut sein. Vielleicht hat er auch ein bisschen Hunger. Hier, guck mal. Hier, wenn du willst, dann kleine Leckerei. Jam, jam. Friedensangebot. Wie gesagt, das sind Kannibalen. Also, wenn die sich nicht essen, dann essen sie uns. Das ist blöd. Ja, wir können auch schon mal mit dem Boden theoretisch anfangen. Ist auch eine gute Idee. So, so macht man übrigens den Boden. Man kann auch... Oh, danke schön, Kelvin. Mensch, das ist voll nett von dir. Bitte hau mir den nicht gegen. Ich warte schon drauf, dass ich Kelvin einmal recht... man kann auch die Dinger tatsächlich... Oh nein! Geht nicht. Man kann die auch selber auf dem Boden einmal auseinanderhauen. Das geht auch. Dann hat man auch nicht das Problem, wie hier gerade, dass sich der Balken einfach verabschiedet. Das ist voll cool, dass Kelvin jetzt einfach uns die Baumstämme hier bringt. Vor allem wegen dem Kannibalen da hinten. Da bin ich jetzt schon ein bisschen glücklich drüber. Dankeschön. Ich hoffe, wir können die Baumstämme alle in die richtige Richtung legen. Da bin ich schon ein bisschen penibel. Okay, wir ein bisschen schneller vielleicht. Wir haben hier nicht ewig Zeit, es wird schon bald wieder dunkel. Tag-Nacht-Wechsel leider sehr schnell. Unsere Motorjacht steht da auch schon vor der Tür. Kelvin? Kelvin! Sag mal, wolltest du dich jetzt echt an Kelvin ranschleichen und ins Kopf kugeln? Das kann er aber nicht sein. So. Oh, was war das? Ein Lederbeutel. So, das wieder Motivation für die anderen, sich ihr gefälligst nicht zu nähern. So, und wir haben Durst. Wir müssen gleich mal was trinken. Ja. Ich liebe dieses Bausystem. Ich bin richtig glücklich damit. Also wirklich. Das wird schön. Man muss sich anpassen, ne? Man muss halt gucken, wie kann man damit jetzt noch die Sachen bauen, die man gern bauen würde. Vor allem wegen der, naja, der, oh, Kelvin packt die Bäume in die falsche Richtung, das ist schön. Kelvin, das geht auch besser. Okay, Hauptsache er bringt uns die Baumstämme wieder. Ja, man muss sich halt ein bisschen anpassen damit. Man kann halt mit den Bauplänen vorher konnte man halt wirklich über allen jeden Scheiß drüber bauen. Das geht jetzt halt nicht mehr so einfach. Man muss Stützbalken und sowas einrichten. Aber wenn man sich ein bisschen damit vertraut gemacht hat, kann man, glaube ich, wirklich schöne Sachen machen. Und Kelvin ist so eine gute Unterstützung. Gerade wenn man, wie ich ja meistens, eher so eine Sachen alleine spielt. Was tatsächlich auch vor allem daran liegt, dass ich gerne meine eigenen Vorstellungen beim Bauen einfach nachgehen möchte. Ich lasse mir da so ungern reinreden. Und ich bin leider so ein Mensch, ja, der sich da auch reinreden lässt, leider. Deswegen, ja, mache ich das ungern mit anderen. Sowas hier zumindest. Viele Spiele spiele ich sehr gerne mit anderen. Aber hier möchte ich meinen eigenen Vorstellungen irgendwie Gestalt verpassen. Schön. Mal in die richtige Richtung. Ach, cool. Also ich finde auch, das Holzfällen sieht einfach so schick aus hier. Also wie man den Baum so wirklich langsam in kleinste Teile zerhäckselt und dann... Ach, und der dann auch umfällt, auseinanderfällt und dann nochmal hier dieses Auseinandernehmen. Das ist so schön alles gemacht. Und auch mit dem, wie der dann in Richtung fällt, dass man gucken muss, dass man den da am meisten schadet, wo er dann auch hinfallen soll. Ja, ich bin da, Kelvin. Alles gut. Dankeschön. War ich hier gleich mal?
Ich glaube, da hinten müsste auch noch ein Einzelner sein. Ich nehme mal den hier auch gleich. Mit Calvin werden wir hier schnell fertig, denke ich. Calvin, gib her. Na komm. Calvin könnte ein bisschen schneller sein. Weil ich meine, wir nehmen ja auch zwei Baumstämme. Calvin leider immer nur einen. Aber gut, wer will sich jetzt deswegen beschweren? So wie ich gerade. Da wollte ich eigentlich nicht, aber okay. So, Calvin, der nächste. Danke. Können wir gleich schon fast die Wände. Na, ein bisschen. Wir machen es noch größer. Also, das wäre jetzt ein bisschen sehr klein. Da kriegen wir kaum ein Bettchen rein. Calvin, ich nehme ja mal auch zwei Stämme. Du kannst den am besten gleich zu Baustelle. Ja, gut, dann nicht. Wenn wir ein Holzgestell hier hinmachen, für Baumstämme sammeln, dann bringt er die auch gerne ins Holzgestell tatsächlich. Haben wir aber gerade noch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich will ja hier rüber aufbauen. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie gut wir das hinkriegen. Was sollte eigentlich funktionieren? Wir müssen ein bisschen rumbasteln gleich. Gib mal her. Danke dir. Ich nehme auch mal... Achso, das geht nicht. Ich kann den nicht kombinieren. Okay. So, dann schauen wir mal. Reicht das? Ah, er musste nur ein bisschen anpassen. Okay, das ist okay. Kevin, gibt es keine Baumstämme mehr? Find's nichts mehr? Na gut. Ach, den wollte er mir nicht nochmal bringen. Okay. Verstehe. Hat er sich gedacht, wenn sie den nicht will, dann lass es halt. Okay. Verstehe ich. Wenn ich da jetzt gar keinen drunter stelle und einfach nur einen neuen ranmache, ob das geht? Ob er mir den dann erspart? Wir probieren's. Sag mal, Calvin, hier sind doch noch Baumstämme. Wann los? Vielleicht hat er auch mal Hunger oder so und will auch mal ein bisschen Pause machen. Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wie Calvin da überhaupt funktioniert, ehrlich gesagt. Also wie es ist mit Verletzungen, Essen, Schlafen, etc. Da werden wir auch noch ein bisschen gucken müssen. Ich will mal ausprobieren. Ah gut, das geht nicht. Okay. Dann hier einmal hoch. Auch so cool gemacht, dass er den dann einfach köpft und richtig anpasst, wie es sein soll. Mega cool. Genial. Die Kleinen hier werden wir garantiert noch irgendwie brauchen können, deswegen sammle ich die da. Das wird uns sicher auch noch helfen. So, Calvin liegen. Ach, da hat er schon einen. Gut. Hat er den jetzt da hingeworfen? Ist okay, Calvin. Ist okay. Mal langsam. Mach in Ruhe. Kannst doch gleich nochmal Fisch fangen gehen. Ich sollte eigentlich nicht so viel rennen. Ich sehe es ja an der FPS. Ja, OBS ist natürlich ein bisschen mehr überfordert, wenn ich hier durch die Weltgeschichte renne. Ist mir auch in der Folge aufgefallen, in der letzten. Ich werde vielleicht versuchen, nicht so viel zu rennen. Ein bisschen mehr nur zu gehen. Aber bei sowas hier ist halt langweilig, ne? Also ich meine, es ist auch immer das Gleiche. Liegen. Ach, da hat er noch einen gefunden. Sehr schön. Na, gib her, Calvin. Warte mal, Calvin. Oh, scheiße. Warum schmeißt er denn das weg? Oh, das wollte ich gar nicht. Es tut mir so leid. Und der fetzt sich da gerade irgendwie durch. Ach Gott, ich wusste nicht, dass wenn ich einen Zettel schreibe, der gleich den Holzbalken wegschmeißt. Calvin, das war jetzt nichts gegen dich, ne? Das, ja. Naja. Wow, wir machen uns hier richtig beliebt schon in den ersten paar Tagen bei Calvin. Wenn der jemals von der Insel wieder wegkommt, oh Gott, unsere Vorgesetzten werden nur Schlechtes von uns hören. Ui. Geh mal lieber Fische fangen, dann bist du wenigstens nicht so nah an uns dran. Ist vielleicht besser so. Oh, das wollte ich nicht. Aber Blätter ist auch immer gut. Wir werden auch früh genug, muss ich darauf achten, dass wir das Zelt mal wieder aufstellen. Mach ich vielleicht gleich mal. Nicht, dass wir hier wieder im Dunkeln rumhantieren müssen. Ich glaube, das ist eine gute Stelle. Also guck mal, wir hatten jetzt auch noch gar keinen einzigen Eingeborenen, der kam. Nur die paar Kannibalen da. Und der eine ist noch runtergesprungen und der andere hat sich da irgendwo hingebackt. Also der eine ist gestorben da am Abhang, warum auch immer. Und der andere ist ja runtergefallen, wahrscheinlich auch da unten verreckt, nehme ich mal an. Also sehr cool. Ein guter Spot für Bugs. Solange wir uns da nicht festbacken, bin ich zufrieden. Hast du jetzt gerade dunkel? Ich hab so das Gefühl. Ich werde, glaube ich, jetzt schon mal die Plane, also das Zelt hier hin, hier, glaube ich, werde ich es hinstellen. So, Inventar.
Wir kommen ja gut voran, finde ich. So, zwei Stöcke. Kann ich da schon? Achso, ich brauche die Stöcke gar nicht aus der Hand nehmen. Ich kann hier direkt... Würde für Speichern sogar schon reichen. Wir können mal speichern, ne? Wir können ja auch nebenbei schon speichern. So, hier bitte. Oder nee, ich mach mal einen Norden. Warte mal. Ich mach vielleicht mal mehrere Spielstände. So. Und da können wir dann auch nachher schlafen. Wir können auch schon mal hier auf dem Boden für ein kleines Feuerchen. Sehr gut. Und noch. Ja. Nee, anzünden will ich es noch gar nicht. Kann ich da... Kann ich raus, glaube ich. Okay. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Kevin, hast du mir was mitgebracht? Oh, ja. Okay, wisst ihr was? Dann werden wir den hier schon mal draufwerfen. Beiden rohen Fische schon mal drauf. Sehr schön. Danke, Kevin. Ja, mach mal Pause. Ist okay. Wir können auch mal einen Schluck trinken gehen, während die Fische da draußen sind. Oh, das ist so perfekt hier mit der Stelle, Mensch. Ich glaube, ich habe hier echt so meine Lieblingsstelle vielleicht sogar schon direkt am Anfang gefunden zum Bauen. Mal gucken. Irgendwann dann auch gerne mal auf der Insel da mit einer Brücke drüber. Wollte ich uns jetzt aber erstmal ersparen. Oh Gott, ich sehe, wir sind ja schon bei 30 Minuten. Ah, oh, ich muss ja schon Schluss machen, Mensch. Ja, gut. Dann würde ich sagen, dieses Play hier wird, glaube ich, nicht gecuttet werden. Ich denke, ich werde hier alles mit euch zusammen machen. Also ihr müsst auch das Holz sammeln und bauen und alles ertragen. Aus dem einfachen Grunde, dass es vielen auch gefällt und ich die nicht enttäuschen will, wenn es weg ist. Und aus dem anderen Grunde, wir können ja ständig irgendwas passieren. Es kann ständig was passieren halt. Also wir können Besuch bekommen von diversen Leuten. Und ja, ich will einfach nicht, dass da irgendwas nachher weg ist, was eigentlich cool wäre. Also das fände ich sehr, sehr schade. Deswegen, ja, werde ich hier nichts wegmachen. Ne, Kelvin? Siehst du auch so, ja. Voll cool auch, dass der so, ja, so eigene Sachen macht und so, ne? Schön. Gut, Leute, dann schön, dass ihr auch bei der zweiten Folge dabei wart, die mal wieder etwas länger ging, als ich eigentlich wollte. Ich versuche, mich zu beherrschen und die nächsten Folgen auf 20 Minuten zu regulieren. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.